Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen natürlich mal wieder mit Mac, wer hätte das gedacht? Und ich habe das Setup dabei, mit dem wir auch die letzte Runde gespielt haben, also sprich gestern. Ich wollte nämlich erstmal noch nicht wechseln, weil das beim letzten Mal noch nicht so wirklich zum Einsatz kam, hatte ich das Gefühl. Deswegen probieren wir es einfach nochmal aus. Vielleicht haben wir jetzt ja hier mehr Gelegenheiten, das zu nutzen, obwohl das hier natürlich auch recht offen ist, das Feld. Naja, egal. Mal schauen. So, hier ist schon jemand fleißig. Moin. Grüß dich. Oh, der Doktor. Auch schon als Doc gespielt heute. So, jetzt habe ich natürlich wieder ein Problem. Ah, er hat mich noch erwischt. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass der Doktor so ein bisschen natürlich auch dagegen spielen kann. Aber ich glaube, er will den anderen nochmal sich holen. Okay, dann suchen wir uns mal schnell einen Mate, der uns hochheilen kann. Ich habe natürlich ein Medikit gerade dabei, aber ehrlich gesagt, ich würde es mir ja schon gerne aufbewahren. So ist es nicht. Also, der gute Doc. Spielt man selber als Doc und bekommt dann einfach auch noch einen. Okay, irgendwie finde ich niemanden. Machen wir mal einen Generator. Ist wir vielleicht kein Ruin. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich, ah ja, er hat auf jeden Fall die zermürbende Präsenz auch drauf. Verstört ist ja auch am Start. Denke ich mal. Okay, also auch so ein ähnliches Setup vielleicht, mit dem wir auch gespielt haben heute. Alles klar. Aber er hat kein Wiegenlied, interessanterweise. Also er hat scheinbar kein Totem dabei. Oder vielleicht natürlich aufgezählte Hoffnung oder sowas. Das weiß man noch nicht. Im Haus war jemand. Hätte ich das mal gewusst, ne? Okay, notfalls heilen wir uns hoch. Ich habe einen Insta-Heal drauf und ich kann mich aber auch einmal selber damit heilen. Deswegen brauchen wir uns aktuell noch nicht allzu viele Gedanken machen, falls er kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich dann jetzt gleich versuchen soll. Jetzt hat er alle verletzt, ey. Naja, gut, außer den einen, aber er hat drei Leute schon verletzt. Ist so ein bisschen. Ja, hätte er mal Tana mitgenommen. Aber ihr wisst ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Da ist der nächste wieder geschockt worden. Jetzt sind alle Leute wirklich verletzt. Krass. Aber scheinbar entkommen ihm die Leute dann auch immer wieder. So, einer hat sich schon hochgeheilt. Da vorne war jemand. Na egal, wir machen erstmal weiter. Was soll der Geiz? Ich nehme mal lieber die Totems weg. Wer weiß nicht, ob der Doktor es dann nötig hat, wenn er jetzt kein anderes Ruin-Totem dabei hat. Ruin-Totem. Kein anderes Totem-Perk. Vorne rennen sie. Gut, dann rennen wir in die andere Richtung. Moin. Na, kann ich dich heilen? Dankeschön. Der gute Jake hat auch ein neues Outfit hier an. Gerade. Ich glaube, es ist sogar das Fog Traveler Outfit. So. Du darfst mich auch gerne einmal befummeln. Daddy's Boy. Ja, du bist ein braver Junge, du. So, Lilly kommt an Haken. Da ganz hinten. Danke. Und wir nutzen mal städtische Invasion. Ich sehe nichts, leider. Doppelgänger hätte mich jetzt auch verraten können, wenn es doof gelaufen wäre. Er hat Whisper dabei. Okay, er ist wieder zurückgekommen, dann hauen wir ab. Ja, wenn er jetzt so ein bisschen campy unterwegs ist, dann werde ich auch nicht mehr helfen, glaube ich. Es lohnt sich nicht. Folgt er dem anderen? Okay, wir haben campen den Killer, so wie es den Anschein macht. Jetzt kommt er hinter mir hinterher. So, hallo. Und jetzt kommt mal unsere Fähigkeit zum Einsatz. Hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, nice. Okay, das hat wirklich funktioniert, Leute. Sehr cool. Shit. Das war jetzt uncool.
Bin sogar gekrochen. Schauen, ob wir uns beruhigen können. Oder ob er hier in die nähere Umgebung kommt. Naja, gut. Ich werde mich dann auch, glaube ich, mit meinem Medikit gleich hochheilen. Es sind nur noch 2 Gens zu machen. Und wir haben noch unseren Insta-Heal drauf. Also notfalls, wie gesagt, können wir uns noch einmal mit dem Insta-Heal hochheilen. Und zack. Puh, den hätte ich jetzt auch nicht verkacken dürfen in Skillcheck. Obwohl doch, guck mal, ist noch genug Ladung drauf. Okay, Leute, denkt bitte dran, dass wir lieber auch einen Blick auf die Totems haben sollten. Mir kommt das hier alles noch ein bisschen spanisch vor, muss ich sagen. Dass er gar keinen Totem-Perk dabei hat. Ich habe da ein bisschen Sorge. Oh, ein Schlüssel. Ein grüner. Könnte ich für meine Sammlung tatsächlich gebrauchen. Merken wir uns erstmal, dass da noch der grüne Schlüssel ist. So, und dann sollten wir mal an den Generator wieder gehen. Aber erstmal das Totem. Totem hat gerade Priorität. Ich habe ein bisschen Sorge. Ihr merkt's. Aber wenn er jetzt in den Keller kommt, dann GG. Also, nee, kommt er aber nicht. Okay. Daddy's Boy hing noch nicht. Ich könnte ihm natürlich helfen und ihm den Insta-Heal auch notfalls drücken. So, der nächste Generator ist fertig. Ich kann gerne auch nochmal schauen, wie es aussieht. Er ist auf jeden Fall in der Nähe mit dem Behandlungsmode. Weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ja, jetzt durch den Doppelgänger. Spätestens. Naja, gut, okay. Dann hauen wir ab. Was soll ich machen? Er hat uns auf Stufe 3 geholt. Müssen wir uns erstmal beruhigen. Ja, er ist so ein bisschen campy unterwegs. Okay. Dann beruhigen wir uns. Habt ihr gesehen, bei Beruhigen war eben schon so ein Mini-Stückchen irgendwie aufgeladen. Und da... Oh, shit. Und da ist der letzte Gen fertig. Ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht genau, warum. Einfach mal den Skill-Check nicht machen. So, Ausgänge. Muss mal gleich schauen, wo die Ausgänge jetzt waren. Aber erstmal machen wir hier noch das Totem. Warum nicht? Es ist zwar jetzt nicht das Nö-Totem geworden, aber... Was weg ist, ist weg. Ich habe echt ein bisschen Sorge, jetzt hinzugehen und die Nötschelle zu kassieren. Moin. So, hier war gar kein Ausgang, glaube ich, wo du gerade hinrennst, Quentin. Ich glaube, da hinten war ein Ausgang. Da, ja, genau. Er hat kein Nöt, Leute. Er hat kein Nöt. Das heißt, wir könnten mit dem Insta-Heal nochmal jemanden das ermöglichen abzuhauen, vielleicht. Mal schauen. Ein Hit wegtanken geht auch noch. Da hinten liegt sie. Amazon Lily. Ich könnte sie vom Haken holen. Das Problem ist, sie wird wahrscheinlich wegrennen. So dass ich ihr den Insta-Heal nicht drücken kann. Wahrscheinlich. Gehen wir mal einfach von aus, dass sie einfach losrennen wird. Ich gehe mal hin und gucke. Vielleicht kann ich den... Oh, im Keller auch noch. Hey, no risk, no fun, oder wie? Na geil. Ja, komm mit. Er geht wirklich weg. Oh, scheiße. Dann müssen wir mal eben schnell unseren Insta-Heal nutzen. Und meine Fähigkeit wäre auch nicht schlecht. Oh, hier ist nichts zum Rüberjumpen. Alter, interessant. Habe ich auch schon länger nicht gesehen. Der Typ hatte wirklich Dingens dabei. Wie heißt die Fähigkeit nochmal? Wo ist der Down da hinten? Er hatte den Blutwächter dabei. Okay, da hat der Insta-Heal mir dann tatsächlich den Arsch gerettet. Ist schon eine Minute um. Kann das so schwer einschätzen. Habe ich von hier aus... Ich renne erstmal ein bisschen weg. Flink wäre noch ready. Ist da auch schon offen? Ich würde mir natürlich gerne den Schlüssel eigentlich holen. Da ist noch nicht mal offen, Leute.
So, müsste weg sein, oder? Eine Minute. Wenn es jetzt nicht weg ist, habe ich ein Problem. Ist weg. Okay, dann sind wir raus. Hätte natürlich mir gerne den Schlüssel noch mitgenommen. Nee, komm, Punkte will ich ihm nicht noch geben. Also nicht so viele zumindest. Huh, ja. Okay, wir sind rausgekommen. Torwächter, Blutwächter, Entschuldigung. Irgendwie sage ich mal Torwächter, aber es ist der Blutwächter. Also Blutwächter, Whisper, zermürbende Präsenz und verstört, call ich jetzt einfach mal. Das wären die vier Perks, die ich callen würde. Und Addons müsste man mal schauen. 20.000 Punkte ist in Ordnung. Silber, schillernd, Silber und Silber. Ja, leider konnte ich mir das Item nicht mehr rausgeiern. Ich meine, der Schlüssel hätte gut in meine Sammlung gepasst. Und es gibt hier wieder ordentlich Punkte. 577. Ja, doch, hier. Erstes Überleben, den Spiel des Tages. Habe ich jetzt bekommen. Bei dem Killer nicht. Ich habe bei dem Killer die Bonuspunkte nicht bekommen. Obwohl es wirklich die erste Killerrunde war heute. Ist ja verrückt. GG. Okay, so, wollen wir mal gucken hier. Nee, er hatte noch Nurse Calling. Barbecue. Oh, interessant. Okay. Also er hatte zermürbende Präsenz und Blutwächter, das haben wir richtig gecallt. Aber er hatte keinen Whisper. Hätte ich irgendwie gedacht. Ich finde, Whisper ist er auf dem Dock eigentlich nicht stark. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er Whisper hatte noch. Und er hatte tatsächlich Verstört nicht dabei. Und die Elektrode, um ein bisschen zu pushen. Interessant, verstört. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, Nurse Calling, weil wenn man sich beruhigt, zählt das ja auch mit rein. Ist auch auf jeden Fall sehr stark auf dem Doktor. Ich glaube, ich hätte dann lieber statt dem Blutwächter verstört mitgenommen. Aber ja, muss ja jeder selber wissen. Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und war doch eine schöne Runde. Der andere hat sogar auch richtig gut gepunktet. Guck mal, hatte auch ein recht sneaky Setup irgendwie. Und wow, zwei Leute sogar mit eiserner Wille. Das ist ja verrückt. Nur zwei Leute, die Selbstheilung dabei hatten. Das ist auch interessant. Warum Flink, Sprintboost und ausgewogene Landung? Hat die irgendwie so eine Challenge am Laufen? Ich meine, okay. Ausgewogene Landung kann ich noch einigermaßen verstehen mit Sprintboost gleichzeitig. Weil man natürlich sagen muss, es sorgt immerhin auch noch dafür, dass wenn man irgendwo runterspringt, man nicht ganz so kaputt ist. Aber Flink ergibt halt einfach keinen Sinn. Weil es nur aktiv wird, wenn man in der Jagd ist und irgendwo rüberspringt. Und eigentlich dann Sprintboost ja sowieso getriggert wird. Einfach so. Weil, ne, wenn du losgerannt bist, zack, bist du erschöpft. Und wenn du erschöpft bist, dann rennst du jetzt die ganze Zeit weiter. Und sobald die Erschöpfung weg ist, triggert der Sprintboost wieder, wenn du noch in der Jagd bist. Also, keine Ahnung, was da los war. Aber guck mal, Leute, drei Leute mit Flink. Auch wenn es bei ihm hier gar nichts gebracht hat. Aber interessant. Sieht man auch selten, glaube ich. Und zwei mit Balanced Landing. Verrückt. Also, das waren irgendwie hier mal so wirklich abseits der Norm, wie wir hier gespielt haben alle. Gut, ich bin raus. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.